Ja, im Rahmen der heutigen Kulturserie treffen wir uns mit der Künstlerin Beate Frommelt. Hoi Beate. Hoi Miriam. Kommen wir gleich zur ersten Frage. Gut. Im Moment sind ja alle Ausstellungshäuser geschlossen und alle künftigen Anlässe sind abgesehen oder verschoben worden. Wie stark trifft dieses Veranstaltungsverbot? Ja, also es trifft mich natürlich auch, dass einige Ausstellungen abgesehen oder bis unbestimmt verschoben worden sind. Zum Beispiel hätte jetzt im Tessin so eine Art Republika Ausstellung im öffentlichen Raum angesehen, wo wir jetzt auch nicht genau wissen, wann und wie, dass wir die können durchführen. Und du bist ja im Moment in Zürich. Ja. Wie es jetzt dort mit den Massnahmen aus, gibt es Unterschied zum Liechtenstein? Ich weiß jetzt nicht, weil ich natürlich schon länger nicht mehr im Liechtenstein bin. Also seit eigentlich dem Lockdown bin ich mehr oder weniger in Zürich geblieben. Ich stelle mir aber vor, dass es ein bisschen strenger ist da, weil es natürlich viel dichter ist. Einige Parks sind zu. Ich wohne in der Nähe vom Botanischen Garten, wo ich eigentlich extrem gerne hingehe, spazieren oder in die Sonne hocke. Er ist jetzt leider auch zu. Dann wohne ich auch in der Nähe vom See, aber der Seezugang ist auch abgesperrt auf unserer Seite. Also es ist schon eingeschränkt. Man steht an im Laden. Ich stelle mir vor, dass es auch nicht so ist im Liechtenstein. Also, dass man steht von draußen an und wartet, bis irgendwie genug wenig Leute im Laden sind, dass man reingehen kann. Ja, und natürlich ist es sehr ruhig. Ja, und inwiefern treffen die so Massnahmen für, gegen das Coronavirus bei sonstigen Projekten noch Anfragen storniert worden? Also, was natürlich ist, ich bin ja freie Mitarbeiterin an verschiedenen Institutionen, wo jetzt geschlossen sind oder wo jetzt gerade erst wieder aufgehen. Im Kunstmuseum mache ich so ein Workshop-Programm für Senioren und Menschen mit demenzieller Veränderung. Das können wir natürlich im Moment nicht durchführen. Und es ist für mich jetzt im Moment ersatzlos gestrichen. Also es ist natürlich, betrifft mich schon stark, ja. Und auch so Freizeitkurse, Erwachsenenkurs, wo ich gebe, ist im Moment einfach auf Eis gelegt und wir schauen, wie es dort so ja, dann kann weitergehen. Und hast du dir überlegt, deine Kunst jetzt online mitzutragen? Ja, ich würde sowieso schon vertreten von NOAA, das ist Network of the Arts. Das ist so ein Netzwerk von jungen Kuratoren und Kunsthistorikern, die schon länger tätig sind, die meine Arbeit dort vertreten. Auf ihrer Webseite und auch immer wieder so Ausstellungen einfädeln oder Bilder auch, vermieten, um so Institutionen zu zeigen, sehr viele Anlässe teilnehmen. Und jetzt für meine persönliche Arbeit habe ich jetzt dort nicht mehr eigentlich Effort gemacht. Es ist ja so eine Marketing-Geschichte, das macht mir jetzt eigentlich nicht so wahnsinnig Spaß. Oder ist vielleicht jetzt auch nicht so mein Hauptinteresse in meiner Arbeit. Aber was ich gemacht habe oder was so neue Format entwickelt habe, ist jetzt so ein Pixel-Café für Künstler und Künstlerinnen, wo wir auch so per Zoom ins Atelier von anderen Künstlern gehen als Gruppe, die besuchen und uns über die Arbeit austauschen. Das findet so im lockeren Abstand ein- bis zweimal. Also alle 2 Wochen oder jede Woche ist es sogar jetzt auch schon gesehen, eine Zeit lang, statt am Donnerstagabend, wo man wenigstens auf dieser Ebene so kann sich austauschen. Ich kenne ja Künstler eigentlich auf der ganzen Welt durch das, dass ich auch so viel unterwegs gewesen bin. Und das wird jetzt gerade an der ZHDK in Zürich angeboten, quasi für so einen Masterstudiengang, wo, ja, genau. Okay, super. Und du unterrichtest ja nebenbei noch an der Kunstschule. Ja. Läuft das noch online? Ja, es läuft jetzt gerade sehr aktuell, so gerne jetzt in denen. Die letzte Woche und diese Woche sind wir in einem Projekt, das heißt das Paris-Syndrom, weil wir ja eigentlich hätten sollen auf Studienreise gehen, auf Paris. Die Schüler sind natürlich sehr enttäuscht, Schüler und Schülerinnen, dass wir nicht gehen können. Ist jetzt einfach die Situation. Und jetzt haben wir unsere, die Lehrer, die hätten sollen begleiten, haben sich jetzt den Unterricht überlegt in dieser in diesen 2 Wochen, Projektwoche, wo wir uns mit dieser Thematik ein bisschen auseinandersetzen.
ob jetzt Wunsch und Wirklichkeit oder was jetzt halt die spezielle Situation für Studentinnen und Studenten so bedeutet. Unter dem Titel Paris-Syndrom. Also wir reisen eigentlich mit dem Finger oder am Bildschirm nach Paris. Und hast du sonst noch Engagement, wo der finanziellen Sicherheit bieten? Ja, ich unterrichte, ich bin auch Dozentin an der F&F in Zürich, das ist Schule für Farbe und Form, Kunst und Design. Und dort hat der Unterricht ja auch sofort dann auf Online-Unterricht umgeschaltet. Und ich hatte gerade noch ein Projekt gehabt mit so einem fächerübergreifenden Projekt mit einer Modedesignerin, wo wir die Schüler halt so Päckchen haben geschickt haben, dass sie Material gehabt haben zum Arbeiten. Es ist recht aufwendig gewesen. Aber es hat erstaunlich gut geklappt und sie haben für das, für die Umstände, die gewesen sind, und es war auch relativ frisch nach dem Lockdown eigentlich gewesen, ganz tolle Arbeiten gemacht, muss ich sagen. Hättest du sagen, dass es die Virusverbreitung positive Auswirkungen hat in Bezug auf die Inspiration oder Ruhe? Ja, es ist so ein bittersüßer Moment, würde ich sagen, weil der Kultursektor natürlich schon sehr stark davon betroffen ist und ganz viel von meiner Arbeit eigentlich ganz stark auf meinen persönlichen Kontakt und Austausch beruht. Also jetzt gerade in der Vermittlung sowieso. Aber auch jetzt bei meinen Ausstellungen geht es ja immer stark um so ein Raumerlebnis oder dass man sich eben dort kann einfinden kann und es direkt anschauen kann und jetzt nicht nur über den Bildschirm oder ja. Also von dem her, ja, würde ich sagen, eher schwierig. Für mich persönlich natürlich, ich muss ja sehr viel umeinander reisen und pendeln. Es ist jetzt schon einmal angenehm, dass es ein bisschen ruhiger ist. Handkehrum hocke ich jetzt den ganzen Tag vor dem Computer mit dem Unterricht etc. Das finde ich auch sehr anstrengend und ich freue mich sehr darauf, bis es dann wieder so auf, in direktem Kontakt meine Arbeit möglich ist. Und wie sieht im Moment deine Zukunftsplanung aus? Also planst du noch Projekte oder Ausstellungen? Ja, ich mache jetzt, ich nutze jetzt die Zeit zum Eingaben machen, wo es möglich ist. Ich habe auch selber gerade noch ein Studium angefangen, der ZHDK, ein Master in Art Education, so zu meiner Vermittlung da noch, jetzt das zu vertiefen auf theoretischer Basis. Und jetzt habe ich sehr viel Zeit, um irgendwie dort viel lesen, was möglich ist, Arbeiten schreiben, um mich dort, ja, zum dort weiterzukommen. Von dem her. Also die Arbeit geht mir nicht aus und das ist mir auch nicht langweilig. Und was sind die sonst noch Projekte, die du im Moment verfolgst? Ich will mich für verschiedene Ausstellungsprojekte bewerben. Ich will ein künstlerisches Projekt machen aus der Arbeit, die ich im Kunstmuseum angefangen habe mit den Senioren und Demenz.ly, um das so umzusetzen, vielleicht in einer kleinen Publikation oder sogar in einer Ausstellung. Ja, und so habe ich jetzt, was natürlich schön ist, ist, dass ich jetzt mehr Zeit habe, um im Atelier zu verbringen und meine persönliche Arbeit einfach zu reflektieren und zu schauen, wie in welcher Richtung dass das könnte weitergehen. Super, das wär's schon gewesen. Danke Gut, vielmals. danke.